Und damit willkommen zu diesem Part von Splatoon 2 Online, den ich gerade um 8.34 Uhr morgens aufnehme. Ich habe später Schule, weil, naja, unsere Physiklehrerin ist auf einer Fortbildung. Gut, habe ich natürlich Glück und ich musste jetzt verdammt lange warten, bis ich einen neuen Splatoon 2 Part aufnehmen kann, denn wir haben gerade vor unserer Tür Baustelle. So, und das bezieht sich direkt auf mein Fenster hier neben meinem Computer und dementsprechend ist die Geräuschkulisse etwas, ja, suboptimal. Und die Gegner haben Disconnect. Ja, moin. Ja, wir haben gewonnen. Naja, jedenfalls, wie gesagt, es ist immer Krach vor meinem Fenster. Dementsprechend laut hört man es auch. Heute sind sie nur am Hämmern. Da bin ich ganz laut an alles. Also, jetzt sollte es von der Lautstärke her gehen, dass man es wenig bis gar nicht hört. Ja, und wir spielen heute mit Platscher, weil das die Waffe ist, die die letzte Umfrage gewonnen hat. Ihr könnt natürlich wieder für den nächsten Part abstimmen. Einfach in die Infokarte gehen und eine der drei Waffen auswählen. Und dann geht's da im nächsten Part schon mit weiter, okay. Zwei Leute versuchen direkt rüberzukommen. Einer dürfte durch die Schwarmraketen gerade gestorben sein. Hm. Ja, ja, er versucht oben rüberzukommen, ich will mich jetzt nicht mit dem Zinschauer vorhitten lassen. Hm, nee, lass es mal mit deinem Dual-Platscher. Der hat eine leicht niedrigere Range, aber kommt trotzdem ganz gut ran. Nerven ihn jetzt aber einfach mal mit Schwarmraketen. Wofür habe ich sie denn? Jo, das Set vom Platscher ist in Ordnung. Debitox-Nebel ist halt absoluter Mist. Muss man einfach so sehen. Schwarmraketen sind ganz gut, um Gegner ein bisschen aufzumischen. Jo, durchschnittliches Set. Spiele ich nicht wirklich oft die Waffe. Bin nicht so der größte Fan von. So. Aber es ist eine normale Schusswaffe, dementsprechend bin ich damit halt durchschnittlich. So. Bei dem Sniper bin ich jetzt einfach mal auf Risiko gegangen. Und da ist einer hinter mir und ja, gut. Der erledigt mich dann. Okay. Immerhin, diese Runde ist spannender, weil wir keinen Disconnect haben. Das ist einfach so. Und dafür ist der Debitox-Nebel doch gar nicht schlecht. So. Ui, mein Aiming ist morgens manchmal sogar besser als sonst. Wenn ich mittags spiele. Ich bin vor einer halben Stunde aufgestanden, nur mal so nebenbei. Von daher. Na gut, die Gegner wahrscheinlich dann auch. Hm, Punktzahl ist noch in Ordnung. Platscher ist nicht die beste Färbwaffe. Sie ist in Ordnung zum Färben, aber da kann man sich natürlich Besseres vorstellen. Ich sollte mal ein bisschen in die Mitte gehen. Ich habe zwar jetzt schon einige Gegner ausgenockt, aber trotzdem okay Punkte. Trotzdem ist vorne natürlich besser. So. Hui! Ich wollte gerade sagen, die meisten Gegner sind tot und dann steht auf einmal einer. So. Aber tatsächlich läuft es gerade ganz gut. Sogar killtechnisch. Normalerweise gehe ich ja gar nicht so auf Kills. Tue ich jetzt auch nicht, aber die Gegner bieten sich halt immer an. Um sie zu erledigen. Vergiss es. So, in dem Fall bin ich jetzt einfach nur auf Färben gegangen, nicht auf Kill. Und wenn wir verloren haben, liegt es glaube ich nicht an mir. Als ob da jetzt einer durchgegangen ist von den Gegnern noch. Ja, moin. Wir aber auch zu ihnen. Oh, gut, dass ich auf Färben gegangen bin. 6 Punkte Differenz. Hui, aber gute Runde von mir. Von allen Stats her. Jo, läuft. Dann mal rüber zur anderen Waffe. Dem Platscher Deko, glaube ich. Na, Quatsch, SE. Wo ist er? Da, okay. Gut, ein Kill, ein oder zwei Kills, das passt schon und wir haben Disconnect. Was ist heute los? Surprise! So, jetzt hatte ich schon eine Runde, in der wir ein Disconnect haben und eine Runde, in der die Gegner ein Disconnect haben. Geht's jetzt auch bitte mal im 4 gegen 4 Modus? Wäre mal freundlich. Das Spiel lädt verdächtig lange.
Es gibt einfach Momente, da habe ich wieder mal keinen Bock darauf weiterzuspielen, weil wir haben zwar gerade einen Disconnect gehabt, aber wir haben bis zum Beginn der letzten Minute noch geführt. Nur damit mein Team dann am Spawn nichts macht. Glückwunsch. Wir hatten dann beide 500 und Punkte. Applaus. Ich hatte weit über 1000. 9 Kills. Ja. Wir haben halt die Gegner eigentlich im Griff gehabt und dann geben die halt auf. Danke. Das ist der Grund, warum man trotzdem noch weiter versucht zu spielen, ne? Ja. Okay, wären wir enorm zurückgelegen gerade. Schon die ganze Zeit. Von mir aus, dann gibt auf, aber komm. Wenn wir vorne liegen, warum? Das muss nicht sein. Rot- und verunreiniger Moves waren gerade auch ein paar gar nicht schlechte dabei von mir. Aber das ist halt auf der anderen Map auch deutlich einfacher als hier auf der Tümmler-Kuppel. Muss man auch wieder so sehen. So, und bitte lasst es jetzt einfach ein normales 4 gegen 4 sein. Fände ich mal sehr freundlich. So, und ich hau da ab, weil... Was macht der da? Verstehe ich jetzt nicht so ganz, aber... Okay. Die Gegner nehmen das Spiel gerade auch wohl eher nicht ernst. Ja. Es kann ja wohl nicht sein, dass der da durchrennt. Hallo? Wo sind wir denn hier? So, einer down. Oh Gott. Und es ist immer wieder witzig, wie man die Dinger jagen muss. Das war wohl nix. Hätte nicht umkehren sollen, weil dann hat er sich selber in Gefahr gebracht. Oh shit. Okay. Danke, Sniper. Sehr freundlich. Ja, wir spielen Platscher SE mit Instabombe und Rot- und Verunreiniger, wie ich es bereits in den letzten beiden Runden irgendwie erwähnt habe. Deswegen habe ich es jetzt am Anfang der Runde mal nicht. Das Set ist etwas besser. Gerade weil man eine Instabombe hat und damit auch angreifen kann. Nur Rot- und Verunreiniger ist halt im Standardkampf nicht wirklich das Gelbe vom Ei. Zumindest auf den meisten Maps. Es gibt da auch Ausnahmen. Kaufelschlager zum Beispiel, da ist das Ding auch natürlich im Standardkampf sehr gut. Ja. Mag ich etwas mehr. Aber hier musste ich dann ein bisschen Sekundärverbrauch einpacken, weil ich natürlich wieder Instabomb spammen will. Komme ich aber nicht wirklich zu. Tatsächlich fange ich gerade irgendwie an, den Platscher zu mögen. Ich weiß nicht warum. Er hat halt eine hohe Range und ich kann damit Gegner gut outrangen. Aber es ist eigentlich überhaupt nicht mein Spielstil. Klar, Dual-Platscher schon. Ja, normale Platscher geht sogar eigentlich die ganze Zeit. Ganz klar. So. Wo ist der letzte Gegner? Irgendwo muss noch ein Kleckser sein. Und warum komme ich so gut mit dem Ding zurecht? Ich weiß es nicht. Das war eine saubere Runde. Sehr sauber. Und ich glaube, ich bleibe auch bei dieser Waffe für die dritte Runde. Die dann bitte ohne Disconnect stattfindet. Ja. Sieh mal auch an den Stats. Wieder bei allen Stat-Punkten bester. So. Läuft. So, dann ab in die letzte Runde. Also die drei Disconnects bisher machen sich auf jeden Fall in der Rohaufnahmezeit gerade bemerkbar. Wir sind bei 25 Minuten und 25 Sekunden gerade. Ja, das sagt, glaube ich, alles aus. Ist nicht so ganz ideal für eine morgendliche Aufnahme. Vor allem, weil ich jetzt gleich schon in 15 Minuten los muss. Egal, schneiden mache ich dann nachher. Drängt ja nicht. Vielleicht nur morgens, damit ich keine nervigen Geräusche außerhalb habe. So, dann erstmal auf den Kalligrafen, den ich leider nicht ganz erwischen konnte. Schade. Wo sind meine Mates? Würdet ihr bitte nach vorne gehen? Was machen? Weil irgendwie ist gerade noch niemand in der Mitte. Aus keinem Team. Ich weiß nicht, ist das ein kompetenter Sniper oder nicht? Also wenn ich da drüben stehen würde, könnte der Gegner ruhig kommen. Aber ich weiß nicht, wie es bei dem ist. Ja, erstmal den nächsten Hochdruckverunreiniger abfeuern. Aber leider nicht getroffen. Nee.
In der Disconnect-Runde lief das Aiming deutlich besser. Da hat mir, glaube ich, eine Patrone gefehlt. Aber noch ein bisschen geht es. Aber Mates, würdet ihr bitte mal vernünftig spielen? Nur so. Das wäre gar nicht mal so unideal. So. Vor mir hätte ja nicht mich killen können. Dazu war der Abstand zu gering. Zu groß. Der mögliche. Und man merkt mir, glaube ich, meine etwas angenervte Stimmung durch die langen Lobby-Wartezeiten und alles andere an. Wäre aber mal wieder typisch Splatoon 2. Bitte fix eure Serverstruktur, Nintendo. Danke. Oder beziehungsweise schafft euch überhaupt mal Server an. Ich weiß ja nicht, was der Kalligraph da die ganze Zeit macht. Irgendwie nimmt gerade kaum einer diese Runde hier wirklich ernst. Was? Ich war hinter... Nee, ich war hinter der Mauer. Wie hat der mich denn jetzt erwischt? Vor allem, ich habe ihm ja noch einen direkten Instabomben-Hit mitgegeben. Und Mate hat direkt auf ihn gefeuert. Okay. Damit das als Legend noch gilt, mit der Verbindung muss schon so einiges passen. Aber egal. Ich kann nicht in jeder Runde grandios spielen. Na gut, das tue ich eh nie, aber... Es gibt manchmal schon echt bessere Runden. Nein, Kalligraph. Wirft direkt unter dich. Ach, da ist noch einer, der hingejumpt kommt. Sag mal, können die auch was anderes als Squid Party? Beide Teams? Und den Wandschwab habe ich die ganze Zeit noch nicht wirklich gesehen. Als ob der mich jetzt noch mit dem... Oh Gott, ist halt Wandschwapper. Ja, klar. Patronen haben halt einen Delay. So, aber die Runde haben wir jetzt auch gewonnen. Das sind weirde Runden morgens immer. Egal. So, damit danke ich mich fürs Zuschauen. Stimmt in der Infokarte über die Waffe im nächsten Waffenvorstellungsvideo ab, beziehungsweise über die Waffengruppe. Genau, ist ja vereinbart. Dann sage ich mal bis dahin und ciao und schon wieder. Ganz gute Runde. Ja, gut. 160 Punkte bei den Gegnern, 370 bei uns. Gibt Leute, die Runden ernster nehmen. Ja, dann ciao.